Komm, Schürfi, verlassen wir diesen alten leeren Schacht. Wir haben den ganzen Tag geholfen und nichts gefunden. Nur Geduld. Ein Bergarbeiter lässt keinen Stein ungeschlumpft. Schürfi, hier hat man doch seit Jahren nichts mehr gefunden, das weißt du doch. Hey, Schürfi. Beim Schweiß meiner Stirn, die Arbeit eines Bergmanns ist nie getan. Oh, heiliger Schlumpfsack. Hören wir auf, Handy. Diese Schufterei bringt ja doch nichts. Da hab ich ja voll ins Schwarze geschlumpft, Handy. Aber hallo. So ein Kristall ist mir noch nie untergekommen. Hefti, das ist Schürfi. Er ist in diesem komischen Stein gefangen. Nein, er ist in diesem komischen Stein gefangen. Nein, ich habe so das Gefühl, als liegen wir beide falsch. Heiliger Schlumpfsack. Komm mit, Hefti, mir nach. Heiliger Schlumpfsack, das kannst du aber laut sagen. Schürfi, hast du schon mal so einen Kristall gesehen? Aber sicher, Handy, diesen da. Oh! Dieser große Kristall muss eine Energiequelle sein, so eine Art Sender. Und die kleineren sind Empfänger. Wirklich erstaunlich. Das Bild wird perfekt projiziert. Wozu benutzt man diesen Kristall wohl, Handy? Ich hab da so eine Idee, Papa Schlumpf. Ich denke, es sind nur ein paar kleine Handgriffe zu tun. Und jetzt, meine lieben Mitschlümpfe, willkommen zum Fenster sehen. Oh, eine Kiste. Handy, Handy, Handy. Jeder Schlumpf kann eine Kiste erfinden. Wenn du dich an mich gewendet hättest, dann hättest du dir eine Menge. Oh, oh, das ist ja Zauberei. Ach, wo, das ist... Jokey? Sehr witzig, Jokey, sehr witzig. Das ist nicht witzig, Schlaubi. Denn dank meiner Erfindung treten wir in ein neues, schlumpfiges Zeitalter ein. Und außerdem erhält jeder Schlumpf die Chance, im Fenstersehen aufzuschlumpfen. Oh. Hm, das sind ja ganz neue Möglichkeiten. Zeit für eure Morgengymnastik mit heftig Schlumpf. Ja, jeder Schlumpf kann jetzt in Form bleiben, dank dem Wunder des Fenstersehens. Ich hasse Fenstersehen. Und jetzt Zeit für Farmi Schlumpfs Landwirtschaftsreport. Danke, Handy. Sehen Sie, viele Schlümpfe fragen mich, wie kann man feststellen, ob eine Schlumpfmelone wirklich reif ist? Nun, die Antwort ist ganz leicht. Benutzen Sie einfach die Drückmethode. Also, die ist nun wirklich reif, Leute. Allerdings, vielen Dank für diesen Tipp, Farmi. Und nun, verehrtes Publikum. Handy, ich habe da eine brillante Idee für das Programm. Es ist humorvoll, warmherzig, von erzieherischem Wert. Schon gut, Schlaubi, ist ja schon gut. Und jetzt, liebe Schlümpfe, Zeit für Schlaubi-Schlumpfstunde. Stunde? Guten Morgen, liebe Schlaubi-Schlumpf-Fans. Heute möchte ich die Sendung mit berühmten Sprüchen von Schlaubi-Schlumpf beginnen. Erster Spruch. Wenn es über keinen Schlumpf etwas Gutes zu berichten gibt, über Schlaubi-Schlumpf gibt es etwas Gutes zu berichten. 322. Spruch. Wenn du nicht gleich Erfolg hast, Schlumpf-Schlaubi-Fragen. Und jetzt eine dramatische Lesung meines Lieblingswerkes. Weitere berühmte Sprüche von Schlaubi-Schlumpf. Ein stiller Schlumpf wird niemals... Aufgrund von Ereignissen, die außerhalb unserer Macht liegen, wird die Schlaubi-Schlumpf-Stunde jetzt durch etwas anderes ersetzt. Nämlich Poetis Erzählerecke. Ich kenne eine süße Biene, die heißt im Schlumpfdorf hier... Schlumpfine! Hey, ich war noch nicht fertig! Und nun sehen Sie Schlumpfines neuestes Modekästchen. Sobald ich das Schlumpf-Abenteuerbuch gefunden habe, lese ich dir deine Lieblingsgeschichte vor. Hier sehen Sie Klamsi. Er trägt den letzten Schrei der neuesten Schlumpfmode. So, Baby, genug Fenster gesehen. Jetzt kommt deine Lieblingsgeschichte. Ja? Vor langer, langer Zeit lebten einmal drei kleine Schlumpflinge und diese Schlumpflinge spielten Schlumpfspringen. Weißt du, was dann passierte, Babyschlumpf? Babyschlumpf! Ich zeige euch jetzt die Geschichte von den drei kleinen Schlumpflingen. Was ist denn das? An einem besonders schlumpfigen Tag spielten die drei kleinen Schlumpflinge Schlumpfspringen.
Ich glaube, von jetzt an wird alles anders, Baby Schlumpf. Von jetzt an wird